Kaum mache ich dieses Video, sehe ich Leute, die einfach im Titel schreiben, ABK, Pia Vogel, in welche Schiene wollt ihr mich jetzt bringen? Am Ende, ich krieg erst recht keinen Job mehr. Sagen die mir, ja, sie waren damals YouTuber. Ach so, wir sehen gerade hier, sie waren noch in Syrien beim IS. Hör mal auf damit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ich bin momentan im Ausland, weil ich gerade etwas am Vorbereiten bin und ich bin damit sehr beschäftigt, sodass es mir schwerfällt, täglich neue Vorträge hochzuladen bzw. neue Vorträge aufzunehmen. Macht Dua für mich, dass das Projekt, was ich hier vorhabe, diese Sache, die der Dawa helfen soll, dass das alles funktioniert. Ich wollte euch nur kurz einige Worte vermitteln, die mir sehr, sehr wichtig sind. Wie ihr wisst, wird seit Jahren versucht, unser Bild in den deutschen Medien zu entstellen. Und wir werden als Terroristen dargestellt, obwohl es keinen gibt auf der ganzen Welt, der mehr gegen Terrorismus gesprochen hat als wir. Nicht um den Kuffar zu gefallen, sondern um den wahren Islam zu verteidigen. Denn Terrorismus ist eine abscheuliche Angelegenheit. Genauso wie Kinderschänderei etwas Abscheuliches ist. Es ist abscheulich, unschuldige Menschen, Kinder, Frauen etc. abzuschlachten. Egal auf welche Art und Weise, egal mit Bomben oder mit Messern oder mit LKWs oder was auch immer. Und das irgendwo anders Nicht-Muslime, Muslime, unschuldige Muslime umbringen, rechtfertigen keinster Weise, dass wir im Namen des Islams solche Dinge tun. Wie gesagt, das haben wir schon tausendmal wiederholt. Und wir können, wenn wir uns etwas versprechen würden von den Feinden des Islams, aus Medien und Politik, dass sie uns deswegen mögen, dann müssten wir geistesgestört sein. Sondern wir sagen das immer wieder, um die Jugend zur Vernunft zu rufen und um die Wahrheit zu vertreten. Wenn man von etwas überzeugt ist, dann kann man das auch vertreten. Aber natürlich, die Medien wollen das nicht hören, werden das niemals hören wollen. Und was mich eigentlich am meisten traurig macht, ist, dass es wirklich Muslime gibt, die so doof sind, dass sie diesem Schwachsinn auch noch glauben. Sie kriegen seit Jahrzehnten mit, wie gegen den Islam gehetzt wird. Ja? Wie die Muslime durch den Dreck gezogen werden. Wie drogendealende Muslime oder Frauen antatschende Muslime mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Und wenn dann über Leute, bei denen sehr viele Menschen den Islam angenommen haben, durch den Dreck gezogen werden, damit die Jugend abgeschreckt wird und nicht zu ihren Vorträgen kommen und damit sie nicht in Moscheen Vorträge machen können, dann glaubt man diesen Schwachsinn. Ich wollte nur eins sagen. Jeder, nur als kleine Botschaft, der von mir behauptet, dass ich für den IS sei oder gewesen bin, den werde ich am jüngsten Tag nicht verzeihen, es sei denn, er macht noch im Diesseits Tauber. Wenn du über jemanden etwas sagst, was nicht stimmt, du lügst über ihn, ja, dann muss er dir verzeihen. Ich werde niemandem verzeihen, es sei denn, er stellt diese Sache richtig. Ja? Zweite Sache ist, ich möchte von euch allen, es kann sein, dass uns irgendetwas, ich rechne immer mit allem, ja, und man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen, damit einen der Schlag nicht zu hart trifft. Der Schlag, mit dem man nicht rechnet, das ist der Schlag, der wehtut. Ja? Wenn man einen Fußball einfach an den Kopf geschossen bekommt, geht man manchmal K.O. Wenn man aber denselben Ball an den Kopf geschossen bekommt, macht einen Kopfball, wenn man den Ball kommen sieht, macht es einem nichts aus. Deswegen muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Ich rechne damit, dass mir in Zukunft etwas in die Schuhe geschoben wird. Und ich möchte von euch eine Sache, die ich von euch erwarte. Ja? Eine Sache, die ich von euch erwarte und die ich niemandem verzeihen werde, wenn er etwas anderes macht, ist, dass ihr, wenn irgendwann über mich erzählt werden sollte, dass ich irgendeine Terrororganisation unterstützt habe, dass ihr dieser Sache nicht glaubt. Wie gesagt, ich bin momentan im Ausland. Ja? Und euer nicht glauben wird mir nicht vor einem Gericht helfen in Deutschland oder irgendwas, wird mir nicht glauben, aber ich will nicht, dass meine Geschichte, die Biografie von Pia Vogel geschrieben wird, weil es kamen schon Leute zu mir, die das machen wollten, Biografie schreiben, Film, Dokumentarfilm machen, Spielfilm sogar machen über mein Leben. Ich möchte nicht, dass mein Name mit Verbrecherorganisationen in Verbindung gebracht wird und dass ihr das glaubt, okay? Deswegen nochmal, tut mir einen Gefallen, genau wie mit Abu Adam, glaubt niemals, dass ich jemals den IS unterstützt habe oder unterstützen werde oder immer noch unterstützen.
Ja, glaubt das nicht. Das sind alles Lügen. Und alle Scheinargumente, die diesbezüglich gebracht werden, sind alle an den Haaren herbeigezogen. Und wer Fragen hat, kann die gerne stellen dazu. Und dann werde ich darauf antworten. Macht's gut, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.